Fingerspitzengefühl, Präzision und Konzentration. Ihre Leidenschaft? Gabelstaplerfahren. 11 Frauen treten in diesem Jahr in die Arena und kämpfen um den Meistertitel. Sie sind die Besten aus ganz Deutschland. Zum ersten Mal dabei Melanie Holl aus Felsberg bei Kassel. Sie möchte die neue deutsche Meisterin im Gabelstaplerfahren werden. Für sie zählt schon so der Nervenkitzel. So, man sieht halt, dass das schon sehr aufregend ist und an die Nerven so ein bisschen geht. Und man lernt sich so ein bisschen neu kennen. Der Staplercup in Aschaffenburg. Das Event für alle Fans des Hochstapelns. Seit 2005 werden hier jedes Jahr die besten Fahrer ermittelt. Seit 2015 auch die besten Fahrerinnen. Melanie Holl arbeitet in der Logistikbranche und kam per Zufall zur Meisterschaft. Und der Hauptreferee von hier, der war unser Schulungsleiter und hatte ein T-Shirt an mit Staplercup. Und ich so, Staplercup? Die machen da Wettkämpfe? Und ja, dann habe ich einfach mal gegoogelt, so wie man das in der heutigen Zeit macht. Hab was gefunden und habe mich angemeldet. Und bin jetzt hier. Große Fässer zu stapeln ist noch das Einfachste. Knifflig wird es mit der Miniaturausgabe. Ein kleiner Gabelstapler wird durch einen großen Stapler gesteuert. Die Aufgabe, die 2 cm hohen Fässer millimetergenau aufeinander zu stellen, reine Nervensache. Man hat ja nicht immer die Chance, an deutschen Meisterschaften teilzunehmen. Es wird auch viel belächelt. Ja, Staplerfahrer, deutsche Meisterschaft. Aber ist schon spektakulär, finde ich. Jetzt heißt es Zähne zusammenbeißen und konzentrieren. Melanie ist angespannt. Der Druck vor dem Start wird immer stärker. Dann geht es los. Melanie startet schnell. Die Fahrerinnen müssen die Hindernisse aufeinander stapeln und auf einer großen Kiste am Ende abstellen. Melanies Konkurrenz ist stark. Die meisten fahren täglich Gabelstapler und kennen den Wettkampfdruck seit Jahren. Kurze Schrecksekunde, Melanies Turm wackelt. Wenn er jetzt umfällt, ist alles verloren. Die Zeit läuft gegen sie. Melanie muss jetzt fertig werden. Sonst ist der Traum vom Meistertitel endgültig geplatzt. Ich bin leider gescheitert. Aber für mich war dabei sein ist alles. Es war mein erstes Mal. Und nächstes Jahr machen wir es besser. Deutsche Meisterin wurde Stefanie Schuster aus Faulbach bereits zum dritten Mal in Folge. Doch Melanie wird weiterkämpfen. Mein Traum ist es, nächstes Jahr Deutscher Meister zu werden. Vielleicht klappt es. Dann wäre sie die erste deutsche Meisterin im Gabelstaplerfahren aus Hessen.